Hallo, mein Name ist Camero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom FIFA 17 Karrieremodus mit dem BVB. Bevor wir anfangen, kurze Info. In der letzten Zeit gab es relativ wenig Videos. Dafür möchte ich mich auf jeden Fall aufrichtig entschuldigen. Ich hatte in letzter Zeit sehr, sehr viel Privates um die Ohren und sehr, sehr viel zu tun, sodass es mir gar nicht möglich war, so viele Videos zu machen, wie ich eigentlich wollte. Damit soll auf jeden Fall jetzt erstmal Schluss sein. Ich hoffe mal, dass ich in der nächsten Zeit ein bisschen mehr dazu komme, Videos zu machen. Ja, letztendlich, ja, die privaten Dinge und dann auch noch, ein bisschen das Wetter kam auch noch hinzu, wo ich dann wirklich, ja, kaum irgendwie es geschafft habe, was hinzukriegen und kaum was aufzunehmen. Und das soll hoffentlich jetzt anders werden. Und ich hoffe mal, dass wir in der nächsten Zeit auch so weit vorankommen, dass wir auf jeden Fall eine vierte Saison noch starten können und dann, ja, die dann richtig schön mit FIFA 18 beenden werden. Also kurz vor FIFA 18 soll auf jeden Fall das Ende der Season 4 dann sein und dann kann es dann losgehen, auch mit FIFA 18. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. So werden wir das auf jeden Fall machen. Ich hoffe mal, ja, meine privaten Dinge haben euch jetzt nicht zu sehr sauer gemacht oder sowas. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir in der nächsten Zeit jetzt richtig Gas geben können, nochmal richtig Videos rauspushen und dann werden wir sehen, wie wir das mit der vierten Saison noch hinkriegen. Ich hoffe mal, dass wir eine vierte Saison machen werden und ich hoffe auch nicht, dass die dann irgendwie in FIFA 18 reinragt, aber schauen wir einfach mal, wie es am besten ist. Und ja, in dieser Folge wird es auf jeden Fall das Spiel gegen RB Leipzig geben. Wir spielen in Leipzig gegen RB natürlich und wir gucken mal ganz kurz auf die Tabelle, wie es denn da aussieht. RB Leipzig ist aktuell auf dem 15. Platz, sind auf jeden Fall noch in Abstiegsnöten. 4 Spiele haben wir noch zu spielen. Es wird eine ganz, ganz schwierige Kiste, glaube ich, für RB Leipzig, da irgendwas zu reißen. Nürnberg dürfte eigentlich schon fast weg sein. Hannover, Braunschweig, Leipzig und Augsburg und vielleicht auch noch Ingolstadt und Stuttgart kämpfen, ja, gegen den Abstieg, um den Klassenerhalt. Mal gucken, wer das am besten hinkriegt. Und wir spielen auf jeden Fall gegen Leipzig. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein hartes Match. Leipzig war gegen uns eigentlich immer relativ stark, wenn ich mich nicht richtig, ja, wenn ich mich nicht täusche, eigentlich schon. Und es wird auf jeden Fall erstmal ein enges Match für uns, aber wir werden auf jeden Fall versuchen natürlich zu gewinnen. So, wir gucken mal ganz kurz auf den Kalender. In der nächsten Zeit wird es dann die Spiele gegen Manchester City geben. Da müssen wir auf jeden Fall fit sein, definitiv. Deswegen spielen wir heute in diesem Spiel mit der zweiten Mannschaft, die so aussehen wird. Ich stelle sie gleich im Spiel auch nochmal vor natürlich. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Spiel rein, nach Leipzig gegen RB in der Bundesliga. Bis gleich. Willkommen in Leipzig. Willkommen zum Bundesligaspiel RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Hier im Bundesliga-Finale. Wir haben den 31. Spieltag. Nur noch 4 Spiele sind zu spielen. Und dann ist diese Bundesliga-Saison vorbei. Wir sind Meisterschaftskandidat. Sind punktgleich mit den Bayern. Haben 5 Tore Differenz zu den Bayern. Und da dementsprechend sind wir auf dem ersten Platz. Die Leipziger sind im Abstiegsstrudel. Kämpfen um den Klassenerhalt gegen den Abstieg und hoffen natürlich auch heute was reißen zu können und zu gewinnen. Und das werden wir natürlich auch versuchen. Also beide Mannschaften sind hart darauf gepolt, hier zu gewinnen. Müssen heute beide gewinnen, sonst haben sie keine Chance leider. Oder haben wir keine Chance leider. Und dementsprechend erwarte ich jetzt hier einen harten Kampf gegen RB Leipzig. RB Leipzig wird sehr, sehr kampfbetont spielen, wird sehr, sehr konterstark spielen, denke ich mal. Sehr schnelle Angriffe aus einer Defensive, einer guten Defensive heraus. Das erwartet sich heute von Leipzig. Hier ist die Aufstellung von Leipzig mit Gulacsi im Tor, Halstenberg, Orban, Thielander, Schmitz, Keita, Demme, Lozano, Bruno, Selke und Preciado. Kein schlechtes Team also von RB Leipzig. Haben auf jeden Fall ein paar gute Spieler. Naby Keita ist da natürlich hervorzuheben. Der zentral defensive Mittelfeldspieler, der wirklich ein Knaller ist in der Defensive da. Und hier sehen wir unsere Startelf mit Timo Horn im Tor. Mit Erik Durm, Christensen, Riedewald, Piszczek, Dahoud, Dendonka, Brandt, Pulisic, Schürrle und Emre Mor. Quasi unsere zweite Mannschaft, auch wenn ich immer versuche zu verhindern, diesen Namen zu nennen. Aber es ist nun mal so, unsere zweite Mannschaft. Denn die erste muss sich schonen für das harte, harte Match gegen Manchester City, was, ja, auf diese Folge, auf dieses Spiel folgen wird. Also, zentral defensives Mittelfeld, Naby Keita ist ein ziemlich starker Brocken, ein ziemlich harter Hund. Mich wundert, dass er immer noch in der Karriere bei RB Leipzig spielt. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass er gerade der Erste ist, der eventuell RB Leipzig verlässt. Aber er ist immer noch da und auf den müssen wir wirklich aufpassen. Der ist eine Schaltzentrale, der ist ein defensiv starker Mittelfeldspieler. Das wird auf jeden Fall eine harte, harte Angelegenheit gegen ihn. Aber auch sonst
RB Leipzig bekannt dafür, für guten, schnellen Fußball. Und auch das werden wir erwarten müssen. Und da sehen wir schon den ersten Angriff über Schmitz und Bruno. Huiuiui, kommt fast an den Ball. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Defensiv dürften die einigermaßen was drauf haben. Und ja, und dann die schnellen Konter. Das wird gefährlich für uns. Eine ziemlich kompakte Defensive, wo wir in der Mitte kaum durchkommen. Und jetzt hat RB Leipzig mal die Chance, hier einen Konter zu setzen. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt wartet Preciado, aber er wartet ein bisschen zu lange. Denn Donker klärt und das war wieder ein Foul. Also man sieht, kampfbetontes Spiel hier in Leipzig. Die scheuen sich auch nicht davor, mal ein paar Tacklings zu setzen und ein paar Fouls zu ziehen. Und da ist vielleicht die Möglichkeit, jetzt was zu reißen für Pulisic. Pulisic mit dem Schuss und das ist das 1:0. In der 12. Minute Christian Pulisic macht das Tor für den BVB. Richtig gut dabei von Emre Mor auf Pulisic. Der aus Spitzenwinkel macht das Ding rein. Da konnte der Leipziger Torwart nur noch hinterhersehen. Hat, glaube ich, auch nicht erwartet, dass der Ball wirklich noch an den Pfosten geht und dann ins Tor. Tja, und damit 1:0 für unseren BVB. Das ist doch schon mal der erste, ja, positive Erfolg jetzt für den BVB in diesem Spiel. So kann es natürlich weitergehen. Und bisher hatte RB Leipzig noch nicht so wirklich viel zu sagen. Mal gucken, was sie da noch drauf haben. Und der nächste Angriff, wieder über Pulisic. Pulisic kann sich heute echt einen Namen machen. Pulisic, sehr schön auf Schürrle. Schürrle mit dem Schuss am Tor vorbei. Riesenmöglichkeit, mal wieder für den BVB. 2-3 Minuten nach dem Tor hätte es das 2:0 geben können. Also, wie reagiert RB Leipzig darauf, auf dieses Spiel vom BVB? Ich glaube, die werden noch härter kämpfen. Die werden noch härter unter Zugzwang stehen. Die müssen hier gewinnen. Die müssen hier gewinnen. Die wollen natürlich nicht absteigen. Mohr. Schön weitergelegt. Auf Pulisic. Der kann es jetzt machen. Halstenberg. Oh, stark gemacht von Halstenberg. Also das hätte eine richtig gefährliche Situation werden können. Gut gelöst vom Leipziger. Und ja, die Flanke kommt nicht an. Schade. Oh, Selke. Selke jetzt am Ball. Ah, der ist schneller als Piszczek. Piszczek verliert das Duell und, oh, Durm muss dahin. Diese Flanke hätte gar nicht mal sein müssen von Preciado. Der hätte auch einfach schießen können. Das wäre wahrscheinlich gefährlicher geworden. Aber gut, dass er es nicht gemacht hat. Brandt, sehr starker Ball auf Schürrle. Selke, immer noch Selke. Starker Ball auf Schmitz. Schmitz mit der Flanke. Oh, Christensen muss dahin. Also das ist gefährlich, was wir da machen. Wir lassen die Leipziger stark flanken und haben dann immer das Glück, dass unsere Jungs dann etwas größer sind. Aber das muss nicht immer so bleiben. Emre Mor, super. Auf Schürrle. Schürrle auf Pulisic. Pulisic kann es jetzt machen. Macht das 2:0 in der 36. Minute. Christian Pulisic mit seinem zweiten Tor heute und damit dürfte RB Leipzig geschlagen sein. Die haben sehr, sehr gut gespielt bisher, sind sehr gefährlich geworden, aber so ein Doppelschlag von Pulisic, das werden die heute nicht verkraften, da bin ich mir ziemlich sicher. Richtig, richtig gut gespielt, starke Leistung von Pulisic und damit das 2:0 für unseren BVB. Und ich bin sehr gespannt, wie RB Leipzig darauf reagiert. Die haben ein sehr starkes Pressing gefahren, sind immer mit 2-3 Leuten auf den Mann ran. Aber wir haben, ja, haben dadurch aber auch Lücken hingekriegt. Sehr, sehr viele Lücken, wie auch hier. Also jetzt sind die Lücken ja wirklich grandios. Pulisic mit dem nächsten Schuss. Aber der ist total missraten. Schade. Ein Hattrick wird es also heute nicht für Christian Pulisic. Also zumindest bis jetzt nicht. Es kann ja alles noch werden. Aber auf jeden Fall eine sehr gute Leistung von Pulisic. Die Pässe, die sie jetzt bringen, die wirken ein bisschen planlos teilweise. Das sah in den Anfangsminuten vor dem 1:0, aber auch vor dem 2:0 deutlich besser aus. Aber jetzt sind sie vielleicht ein bisschen geschlagen. Preciado, oh, setzt sich gut durch. Preciado setzt sich gut durch, setzt sich immer noch durch. Und da kommt die Flanke, aber Christensen ist da. Also sein Stellungsspiel heute ist fantastisch. Preciado, wieder Preciado. Wir kriegen den Ball hier nicht kontrolliert. Und doch, jetzt haben wir es. Den Donker, oh, der passt direkt zu Preciado und das ist... Oh, nochmal abgefälscht, glaube ich, von den Donker. Nein, war nicht abgefälscht. Und der nächste Angriff für den BVB. Das war sehr stark auf Brandt. Brandt muss sich da mal durchsetzen. Brandt setzt sich durch.
Brandt setzt sich durch, aber Halstenberg sehr stark gelöst. Und das war's. Die erste Halbzeit ist vorbei. Wir führen hier 2:0 gegen RB Leipzig. Ich denke mal, unterm Strich ist das verdient. Leipzig hat ein sehr, sehr solides, sehr, sehr starkes Spiel geliefert. Die hauen sich richtig rein, was Pressing angeht. Also wenn wir den Ball haben, gehen die irgendwie mit zwei, drei Mann auf den ballführenden Spieler. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Aber dadurch entstehen auch Lücken von Leipzig und die haben wir zweimal ausnutzen können. Die restlichen Chancen, naja, waren so lala vom BVB. Aber wir haben die großen Chancen, die absolut hundertprozentigen Chancen haben wir genutzt. Und das ist in Ordnung. Apropos konzentriert, das sieht nicht gut aus von der RB Leipzig. Die scheinen jetzt wirklich die Fassung verloren zu haben. Oh, das war mal ein dicker Patzer. Da muss Riedewald hin, geht aber auch hin. Alles gut. Brandt gewinnt das Duell hier. Oh, Lozano, das hat er sehr stark gemacht. Keita, jetzt weiter auf Selke. Selke, knapp. Und nochmal knapp geklärt. Also manchmal haben wir auch wirklich ein bisschen Glück in unseren Defensivaktionen. Wir klären manchmal ziemlich knapp. Die Bälle, die da so in die Mitte reingehen, das ist manchmal haarsträubend. Und wieder und immer noch der BVB über Mohr und Brandt. Aber Gulacsi hält. Stark gemacht. Gute Möglichkeit. Vielleicht ein bisschen zu risikobehaftet der Schuss. Da hätte er vielleicht ein bisschen warten können. Sich ein bisschen freispielen können noch. Dann wäre der Erfolg vielleicht besser gewesen. Und das war sehr stark. Und Schürrle mit der nächsten Möglichkeit. Ja, so langsam lassen sie echt Lücken in der Verteidigung, die Leipziger. Was man in der ersten Halbzeit nicht so gesehen hat. Und jetzt, ja, nutzen wir diese Lücken mal. Ein bisschen unglücklich ist das schon. Die haben ja die Möglichkeiten. Nur dann ist ein überragender Christensen heute immer am Ball und köpft die Dinger weg oder so. Also das ist wirklich ärgerlich für Leipzig. Aber gut für uns. Wir machen eine gute Leistung. Das kann man nicht anders sagen. Also wir haben echt stark gespielt bisher. Moa, Pulisic mal nicht. Pulisic, sehr schön. Aber das war im Vorfeld schon abseits, schade. Also ich denke mal, dass wir jetzt auch wechseln werden. Emre Mor ist ziemlich platt, der kann auf jeden Fall raus. Für ihn wird dann, ja, keine Ahnung, Reus kommen. Für Schürrle kommt Carrasco. Und ich denke, Dembele wird für Brandt übernehmen. Dann hätten wir dreimal gewechselt. Ich denke mal, das passt schon so einigermaßen. Ich hoffe mal, die Jungs können auch noch mal ein bisschen was reißen und zeigen, was sie so drauf haben. Das entspricht natürlich nicht dem Schonen für das nächste Spiel, aber wir haben eh genug Spieler, die alles irgendwie hinkriegen können. Irgendwer fit ist, wird sich da schon finden. Das war sehr stark von Piszczek. Riedewald gut weitergeleitet und jetzt der nächste Angriff für den BVB über Reus. Reus, sehr gute Ballannahme im Übrigen. Und oh, sehr guter Ball auf Dembele. Dembele ist sehr frei. Dembele ist sehr frei und er versucht den Pass rüber auf einen seiner Kameraden. Oh, das hätte es werden können. Schade. So, 12 Minuten sind noch zu spielen hier im packenden Spiel gegen Leipzig. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Es ist noch nicht so hundertprozentig gut gelaufen für den BVB. Aber es war auf jeden Fall eine starke Partie vom BVB. Und ich denke mal, wenn wir das hier über die Runden kriegen, dann können wir auf jeden Fall uns glücklich schätzen. Leipzig war ein starker Gegner. Ich frage mich echt, warum die auf dem 15. Platz sind. Die haben wirklich gut gespielt und wenn sie diese Leistung bringen gegen andere Mannschaften, dann dürften sie normalerweise nicht auf dem 15. Platz stehen. So, Lozano mit dem Schuss und Horn. Wow, das wurde nochmal enger als gedacht. Horn musste dahin, hält den Ball, aber bravourös. Ja, der wäre sogar echt aufs Tor gegangen. Aber Timo Horn, ja, wer einen Timo Horn natürlich im Tor hat, der hat auf jeden Fall ausgesorgt. Der braucht keine anderen. Richtig, richtig guter Keeper. Hazard. Oh, der dribbelt sich da durch. Wenn jetzt auch noch der Schuss kommt. Von Orban, aber neben das Tor. Wieder Glück gehabt für den BVB. Also so viel Glück, wie wir jetzt hier heute im Abschluss haben, hätte ich gerne auch in anderen Spielen gehabt. Oder im in der Verteidigung, meine ich. Und das ist wieder die Möglichkeit. Also so langsam wünsche ich mir fast ein Tor für Leipzig. Das hätten sie sich verdient. Preciado, ja, beim Abseits, tja. Also das ist ärgerlich für Leipzig. Die hätten auf jeden Fall mindestens ein Tor verdient gehabt. Spielen wirklich eine gute Partie. Ich sehe es ja im vollen Gameplay hier nur in den Zusammenfassungen. Es ist schon echt, boah,
schwierig, gegen die Jungs zu spielen. Und jetzt aber erstmal der Konter für Dembélé und für Reus. Und das muss es sein. Das ist es auch. 3:0 für den BVB. Tja, es tut mir leid, Leipzig. Also ein Tor, vielleicht sogar zwei Tore hätte ich euch gegönnt. Und jetzt werdet ihr abgeschlachtet hier vom BVB. Das ist bitter. Natürlich auch für die restliche Saison für Leipzig. Aber so ist halt das Leben. Gut gespielt auf jeden Fall vom BVB. Gut gespielt auch an Leipzig. Muss man neidlos anerkennen. Aber sie sind dann halt 3:0 untergegangen, weil sie dann hinten in der Verteidigung dann nicht immer aufgepasst haben. Sie haben sich zu sehr auf die Offensive konzentriert, die zweifellos gut war. Und das ist jetzt erstmal die Möglichkeit wieder. Wow. Nochmal Glück gehabt, wieder zum richtigen Zeitpunkt da gewesen, die Verteidigung von uns. Also die Verteidigung, Riedewald und Christensen machen heute eine gute Partie. Also kritisiere ich die Jungs ja immer mal wieder, Christensen und Riedewald. Aber heute gibt es nichts zu kritisieren. 3:0 gewinnt der BVB gegen RB Leipzig und ich hoffe mal, dass die Bayern irgendwie unentschieden gespielt haben oder sowas. Das wäre nochmal richtig, richtig geil. Aber ich denke auch, oh, die haben 4:1 gewonnen. Das heißt, es ändert sich nichts an der Tordifferenz. Wir sind immer noch 5 Tore vorne. Das ist, so langsam ist das schon ein ziemlicher Brocken. 3 Spiele sind noch zu spielen und wir sind 5 Tore vorne. Wenn jetzt die Bayern alles gewinnen würden und wir alles gewinnen würden, dann ist das schon sehr beachtlich. Also da können wir uns wirklich auf die Schultern klopfen. Ja, das nächste Spiel also gegen Manchester City, das habe ich ja schon angekündigt, das wird ein sehr hartes Match. Pressekonferenz machen wir mal, Manchester City, nee, Dortmund, wir werden uns loben. Mal gucken, was da passiert. Spielen wir zu Hause oder spielen wir, das möchte ich mal kurz gucken. Wir spielen zu Hause das erste Spiel, sehr nice, sehr, sehr nice. So, wir werden aber nochmal trainieren. Dembélé hat sich auf jeden Fall schon gepusht auf die 87, ich denke mal, dass wir den tauschen können. Carrasco wäre eine Idee. Den Donker. Die sind alle kurz vor der Steigerung tatsächlich, ne? Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Christensen könnten wir nochmal. Riedewald könnten wir eigentlich auch nochmal. Aber Christensen kann sich auf die 84 steigern. Den nehmen wir jetzt mal mit. Machen wir mal empfohlen. Defensive 1 gegen 2. Was haben wir denn noch so? Der ist schon echt in den Werten, ist er gar nicht mal so schlecht, ne? Ich denke mal, dass wir aber trotzdem jetzt erstmal Erondo machen. Kurzer Pass und Übersicht. Ich hoffe mal, dass er sich da nochmal ein bisschen verbessert. Wirklich in den defensiven Eigenschaften braucht man nicht unbedingt so viel machen. Da ist er schon ziemlich geil. So, es hat sich keiner wirklich entwickelt. Sebastian Horn hat sich ein bisschen nach vorne gepusht, das ist okay. Ansonsten die anderen, ja, kommen im Moment nicht auf den grünen Zweig. Aber das ist auch alles nicht so wild. Hauptsache, die verbessern sich ein bisschen und ich glaube, jetzt so langsam sind sie auch in einem Bereich, wo es dann ein bisschen schwierig wird, sich dann noch weiter zu verbessern. Also von daher bin ich da einigermaßen zufrieden. Wir gucken mal ganz kurz auf das erste Team. Ja, das sieht einigermaßen fit aus. Außer natürlich Reus und Dembélé, die zuletzt noch spielen mussten, sehen alle ziemlich zufrieden aus. Und ich denke mal, dass das auch alles in Ordnung geht. Also in der nächsten Folge geht es dann im Heimspiel gegen Manchester City im Halbfinale der Champions League. Das wird auf jeden Fall ein richtig, richtig grandioses Match, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Diese Folge ist damit beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao. Just let me home. That clock keeps ticking like a metronome. And my thoughts keep telling me to get me home. But my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit. Just let me go.